Jo, und jetzt kommt zu einem neuen Video, Freunde. Wir kommen heute zu einem gigantischen Yu-Gi-Oh! Pack Opening. Wahrscheinlich dem krassesten, größten Opening des Jahres. Denn, meine Damen und Herren, wir haben heute die neue Yu-Gi-Oh! 25th Anniversary Tin am Start. Ihr seht es vielleicht hier. Hier sind eine Menge Tins in diesem Karton. 12 Stück an der Zahl, um genau zu sein. Ich hole hier mal eine raus für euch. Hier haben wir das gute Stück. Die Quarter Century Tin. Die wir ja auch noch gar nicht hatten. Also es ist ja nicht so, als hätten wir letztes Jahr schon die Tin zum 25. Jubiläum bekommen. Warum auch immer wir jetzt nochmal eine Tin zum 25. Jubiläum bekommen. Konami feiert einfach 3 Jahre lang Geburtstag, alles gut. Und ja, ich muss sagen, mir persönlich, ich rede jetzt erstmal rein optisch, gefällt diese Tin hier deutlich besser als die vom letzten Jahr. Cleanes Design, Atem, Kaiba, wie es sich für ein Jubiläum auch gehört. Silberner Hintergrund, sieht auf jeden Fall schick aus im Vergleich zu diesem komischen Braun, was wir im letzten Jahr hatten, was auch komplett zugekleistert war mit allen möglichen Sachen. Hier an der Seite sehen wir tatsächlich den weißen Drachen, Thunkönigreich und so weiter und so fort. Sehr, sehr viele, ich sag mal Oldschool-Karten, ja, schwierig ranzuzoomen, Jubel, aufrichtig. Ihr seht, hier sind einige Karten aus den verschiedenen Epochen von Yu-Gi-Oh!, die hier auch mit drin sind. Das bedeutet also, anders als es sonst in den Tins der Fall ist, sind hier nicht nur Karten aus den letzten Hauptsets, also nicht nur aus den vergangenen Monaten oder aus dem vergangenen Jahr, sondern hier sind auch insgesamt, ich glaube, 50 Karten drin, die quasi, ja, so die Geschichte des Yu-Gi-Oh! Anime einfangen sollen. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne jetzt den genauen Kartenpool nicht, so genau habe ich mich damit nicht befasst. Aber ja, wir sehen es hier, 50 Karten aus der Geschichte des Yu-Gi-Oh! Anime, insgesamt 400 Karten in dieser Tin, pro Box 3 Quarter Century Secret Rares, ihr wisst, ich finde die mega hässlich, 3 Prismatic Secret Rares, okay, 9 Ultra Rares, 24 Commons, das heißt, pro Tin haben wir 37 Karten, so viel soll dazu gesagt, oder nee, 39 Karten, sorry, 39 Karten. So viel soll dazu gesagt sein, pro Tin 39 Karten, denn pro Megapack haben wir 13 Karten und wir haben 3 Megapacks pro Tin. So ist das Ganze also aufgebaut. Das hier ist eine Tin. Ich habe, wie gesagt, 12 Stück hier. Ich werde jetzt einfach mal exemplarisch eine davon öffnen, damit ihr seht, wie das ist, wenn man eine Tin öffnet, was man da so rausbekommt und so weiter und so fort. Danach gibt es einen kurzen Cut, dann mache ich die anderen auf und dann öffnen wir einfach nur die Packs, okay? So. Das Ganze bekommt ihr natürlich, wie immer, bei meinem Sponsor Gate to the Games, Code CK-5, 5% Rabatt. Wenn ihr euch auch 12 Tins holen wollt, dann schallert der Rabatt auf jeden Fall auch anders rein. Schaut dort also vorbei, erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt gibt es eigentlich auch nichts mehr zu sagen, ich bin gespannt. Die Tins sollen wohl gut kritisiert worden sein in den vergangenen Tagen, Wochen, wie auch immer. Es gab ja mal wieder Pre-Release-Openings. Wir sind hier am Start am Release-Tag. Das bedeutet also, ich habe mir das Ganze noch nicht komplett reingezogen und lasse mich selber überraschen. So, wir öffnen das und wie man das kennt, ist in der Tin auch nichts drin, außer die 3 Packs hier. Wie gesagt, mit jeweils 13 Karten. Und wir schauen, was wir hier bekommen. Und öffnen das erste Pack. So. Wir haben, meine Damen und Herren, Bestrafung der Schwertseele. Saure Verspätung, roter Essig-Eiltransport. Cynet Schaltkreis. Super starker Samurai Seelengeier-Verstärker. Also ja, eine Menge Support für Themendecks aus den letzten 1-2 Jahren. Eperly Pummelig, unsere erste Ultra Rare. Stabbrigade Waffen Bucephalus 2. Okay. Galaxiebeschwörer. Coole Karte, ne? Für das Galaxie- und Photon-Deck auf jeden Fall. Ist ja ein relativ beliebtes Themendeck. Geist von Yubel in Secret Rare. Okay, das ist sehr cool. Nicht nur, weil Yubel aktuell eines der, ja, ich sag mal, stärksten, wahrscheinlich das stärkste Deck ist, sondern auch, weil es ein sehr cooles Rarity-Upgrade auf jeden Fall ist. Die Karte gab es ja zuvor exklusiv in Super Rare. Das ist also die Prismatic Secret Rare, die wir hier bekommen. Und unsere Quarter Century ist Wecke deinen Elementarhelden. Okay, das ist cool. Natürlich Anspielung an die ganzen älteren Elementarhelden. Finde ich sehr cool. Ja, cooles Artwork.
Ist jetzt, glaube ich, nicht so die gefragteste Karte, aber trotzdem cool, dass wir sie hier gezogen haben. Gaia-Lohe, die Kraft der Sonne. Die Karte ist also relativ neu. Habe ich, glaube ich, kürzlich in Master Duel Masochist erst gezogen. Ja, gutes Synchro-Monster, zumindest für Casual Yu-Gi-Oh! Sari von der Silberschwing-Axt, Doppelangeln, gigantisches Donnerkreuz. Okay. Zwei weitere Booster. Wir legen mal hier unsere Puls, sage ich mal, raus. Ja, ist gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ne? Also Geist von Jubel ist auf jeden Fall eine coole Prismatic Secret Rare. Ansonsten jetzt der Rest interessiert mich nicht großartig. Weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt so besondere Puls sind. Aber gut, wir machen weiter. Nächstes Pack. Und wir haben Sternritter, Sternzeichen, Kundler, Hermesstab. Okay. Jurassische Stärke. Kern des Chaos. Okay, das ist sehr viel Text. Das lese ich jetzt nicht. Pendel-Evolution. Sündhafte Beute des Schicksals. Rikiela. Okay. Ultra Rare. Firewall-Phantom. Ultra Rare. Super starker Samurai-Motorrad. Ultra Rare. Despianische Lulu Valilith. Secret Rare. Und Bahamut Shark. Okay, ja, in Quarter Century. Coole Karte. Das ist doch Quarter Century, ne? Seht ihr das Logo? Ah ja, jetzt sieht man's. Ich weiß nicht, ob man's on cam sieht, aber gut. Ja, Bahamut Shark ist eine coole Karte auf jeden Fall. Hier ist der Rest. Ja, aus der Xyz-Zeit. Das ist dann wohl, denke ich, eine der, ich sag mal, Oldschool-Karten. Ne? Wie gesagt, 50 Oldschool-Karten mit in diesem Set. Wobei ich jetzt Bahamut Shark nicht als so krasse Legacy-Karte bezeichnen würde, um ehrlich zu sein. Aber ich denke mal, das ist dann einer dieser Slots, weil die Karte ist ja nicht neu. Ja, das also unsere beiden ersten Booster. Und ja, also Geist von Jubel, Bahamut Shark finde ich sehr cool. 100 Millionen Jahre Eisgefängnis. Bio-Insektenpanzer. Voll aktiver Zweiköpfer. Synchro-Welt. Natürlich auf Satellite angelegt. TG-Raketensalamander. Goldstolz Nitrokopf. Edelstein-Ritterdame Rosendiamant. Teuflischer Astralaut. Oh, und ein Exodia-Teil. Okay, also die Exodia auch mit hier drin. Das ist auf jeden Fall cool. In Quarter Century, das kann man auf jeden Fall sagen, das lässt sich sehen. Das ist eine Karte, die ich als Legacy-Karte bezeichnen würde, so als ne, so eine alte Karte, für die es sich lohnt. Bahamut Shark jetzt ehrlich gesagt nicht so. Aber ja, sehr cool. Haben wir den linken Arm, wir werden höchstwahrscheinlich nicht die komplette Exodia zusammenbekommen. Der Rest, muss ich leider gestehen, sind Themendeck-Support-Karten von Decks, die aktuell weder gut sind, noch, glaube ich, also ich habe damit keine Berührungspunkte, deswegen kann ich da nicht allzu viel sagen. Galaxiebeschwörer, denke ich, eine Karte, die man auf jeden Fall in Galaxie-Photon spielt, was ein sehr beliebtes Themendeck ist. Wie gesagt, Geist von Jubel gut. Die Karte finde ich persönlich einfach cool. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht, ob die so spielstark ist. Ja, kann sich sehen lassen. Erste Tin. Wir machen auf jeden Fall weiter mit den ganzen anderen Packs. Ich packe das mal eben aus. So, meine Damen und Herren, uns erwarten noch einige weitere Packs. Wir brauchen jetzt nicht jedes Mal die Box neu öffnen. So, wir haben es jetzt einmal gesehen. Ja, ist ja, jetzt nicht krasse Ausbeute, aber ist es auch irgendwie in Ordnung, I guess. Gut, was ich vergessen habe zu erwähnen, also was unter anderem hier so die Karten sind, die man hier drin kriegen kann, was so die Chase-Karten sind, das sind so Sachen wie SP Little Knight, Amset, also der Horus, den kennt ihr vielleicht auch aus meinen Master Duel Challenges, der den Sarkophag suchen kann. Stoß der drei Taktiken, Bonfire, die Wanted Engine. Das sind so Sachen, auf die man hier, sage ich mal, wartet, die hier lang ersehnte Reprints bekommen. Natürlich alle als Secret Rares. Aber gut, wir schauen. Lobredels Reis, Pendel Evolution, Hydra Lander Orbit. Ja, dann Orbital Hydra Lander, hat ja dann irgendwas mit dem zu tun. Schreckensklaue, Krallenziehen, Transzendosaurier, Meteoria, Evoltil Pholis, also hier ein Dino-Set auf jeden Fall. Eperly, Glücksgefühl. Oh, da redet man gerade von dem Bruder Amset, Ehre des Horus. Auf jeden Fall, ja, eine der krasseren Karten aus dem Set. Die war vorher sehr, sehr teuer. Ich habe sie mir auch für die deutsche Meisterschaft geholt. Ja, ist jetzt ein bisschen im Preis gesunken. Kann man hier ein bisschen einfacher kriegen. Ist
weiterhin eine Secret Rare, was sie vorher schon war. Aber okay, haben wir ihn gezogen, das ist auf jeden Fall sehr cool. Und Coach König Riesentrainer als Quarter Century. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein, weil das ist ja das gleiche wie bei Bahamut Shark. Das sind zwei gar nicht mal so schlechte Xyz-Monster, die man auf jeden Fall auch in dem einen oder anderen Deck spielen kann. So ist es nicht, aber das sind jetzt nicht so die krassen Nostalgiekarten, die sich Leute wünschen, die mit Yugi und Kaiba aufgewachsen sind, so wie sie hier auf der Verpackung drauf sind. So, die haben damit gar nichts zu tun, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, ja, kann man sehen, wie man will. Gut, dann ist das so. Finde ich ein bisschen eine weirde Entscheidung, aber gut. Ist jetzt nicht das, was ich mit Oldschool Yu-Gi-Oh! Verbinde. Wenigstens holen sie die Exodia-Teile nach. In der letzten Tin war nämlich nur der Kopf drin. Jetzt sind hier auch die anderen Teile von Exodia endlich mal mit am Start. So, wir machen weiter mit dem nächsten Pack. Ich hoffe, damit ist jetzt nicht unser gesamtes Glück aufgebraucht. Mikanko Geisterlauf, Kitsuni Kitsunibe, Chaos Sinnes Täuschung, markiert in Zentral Dogmatica, Mimese Elefant, Galaxie 100, Zeit aufzustehen, der Sarkophag des Königs, natürlich direkt passend zum Armset, und der rechte Arm der Verbotenen, meine Damen und Herren, das passt natürlich sofort perfekt hier. Also, da haben wir schon zwei der in diesem Set, ich denke mal vier Teile von Exodia, denn ich glaube nicht, dass der Kopf hier noch ein zweites Mal drin ist. Ja, der Sarkophag des Königs, gut, der ist jetzt auch nicht so teuer gewesen, aber ist natürlich passend zum Armset mit hier drin. Gut, das sieht doch bisher besser aus, finde ich. Das waren zwei gute Packs. So, dann machen wir weiter und schauen, was wir noch so kriegen können. Wir haben riesiges Beispiel. Xyz-Vertrauen, mentaler Empfänger, Pen de la Monde, Memento Mictlan, Rettungsass HQ, Melfi Valley, infernale Flammenbanshee. Ich muss sagen, man erkennt gefühlt nichts, ne? Also das Artwork ist einfach rot und ich kann sie ehrlich gesagt nicht so ganz erkennen, aber ich sehe irgendwo ein Gesicht in diesem roten Teppich. Und Gimmick-Marionette Riesenfleischwolf. Gut, ist natürlich für den Gimmick-Puppet FTK da. Ist hier unsere nächste Quarter Century. Aber auch hier, es ist ja alles dieselbe Ära. Coach, König, Riesentrainer, Bahamut Shark, Gimmick-Marionette. Das sind für mich jetzt nicht die Oldschool-Klassiker, so, ne? Gut, davon hat man auch genügend in der ersten Tin schon verballert, ne? Schwarzer Magier, Sternstaubdrache und so, die sind alle weg. Aber da gäbe es noch genug andere als jetzt das. Weil das Ding ist so, ich sehe das aus der Perspektive von, sage ich mal, meinen Zuschauern. Für die ist das ja nicht... Die wissen wahrscheinlich nicht mal, dass das alte Karten sind. Die denken einfach, das sind genauso neue Karten wie alle anderen auch. So, wisst ihr, was ich meine? Also, das sind ja keine Oldschool-Karten, die man so voll mit der Kindheit verbindet und die so voll das alte Yu-Gi-Oh! Und alles Mögliche und voll Jubiläum und so, sondern das sind halt Karten, die es seit gut 10 Jahren gibt, die aber jetzt auch keine so große, besondere Rolle irgendwie spielen und die halt aktuell in vielleicht ein, zwei Decks gespielt werden können. Das ist aber auch irgendwie alles, also... Ja, sehr weirde Entscheidung, abgesehen von den Exodia-Teilen. Auch Wecke dein Elementarhelden ist ja eine neue Karte. Es ist ja keine alte Karte. Okay. Sternritter, Sternzeichen, Kundler, Hermesstab hatten wir schon. Oberster König, Drachen, Lichtgewürm. Das Gegenteil zu dem Drachen, Finstergewürm. Errichtung der neuen Welt. Numeron, Schöpfung. Harpy, Führung des Horus. Natürlich auch für die Horus-Engine. Bezwingerseelen, Schneewirbel. Loris, Dame des Jammers. Ohime. Die manifestierte Mikanko. Natürlich für das Mikanko-Deck-Thema. Ich meine, das war vorher eine Ultra-Rare, also ist ein Rarity-Upgrade. Und Rangsteigerungszauber Astralkraft als unsere Quarter Century. Ja. Kann sich sehen lassen, falls man Mikanko spielt. Falls man Trap-Sachen spielt. Und Harpy natürlich zur Vollendung der Horus-Engine. Ist jetzt auch nicht eine Karte, die ultra teuer gewesen ist, aber ist halt eine neuere Karte und ich meine, über die Horus Engine kann man sich nicht beschweren. Die ist natürlich extrem stark, wie wir schon in der ein oder anderen Master Duel Challenge gesehen haben.
So, wir machen weiter. Kern des Chaos. Reinkarnation der siebenten Kaiser. Exis-Angleichung. Kaiserliche Prinzessin Quinquiri. Glückliche Pearly-Erinnerung. Hat die nicht erst vor kurzem einen Reprint gehabt? Ich habe keine Ahnung. Ultimatives Großinsekt. Edelsteinritter Quarz. Schlangenauge Pappel. Ich hasse das Ding einfach, ne? Ich hasse das Ding einfach. Ich hasse das Ding. Das ist... Du hast mir den Spaß an Yu-Gi-Oh! Kaputt gemacht. Also, das ist so eine Sache, die sich bei mir über Jahre hinweg angestaut hat. Aber mit diesem Deck, das war wirklich, das hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Das war so nur der letzte Tropfen in einem schon angestauten Fass. Aber der Penner, das, damit, da war ich raus. Da hatte ich keinen Bock mehr. Gelber Apparat, okay, in Quarter Century. Ja, coole Karte, kennt man von damals. Yugi Muto hat die auf jeden Fall gespielt. Mal gucken, ob wir die anderen Apparate auch noch bekommen. Und ja, hier kann ich an der Stelle nur erneut ein Statement setzen, was ich schon das letzte Mal gemacht habe. Also, na. Secret Rare Stoff ist schwer zu zerreißen. Dann halt so. Das. Okay, das. Das halte ich vom modernen Yu-Gi-Oh! So viel dazu. So. Nächstes Pack. Und wir haben markiert in Zentraldogmatika, Gierdose, Chaos Sinnestäuschung, Reinkarnation der siebenten Kaiser, Sage vom Drachenkaiser, Ashura-König, Flammedler-Ritter Rikyadetto und losgekettete Seele Lord von Yama in Secret. War, glaube ich, vorher auch eine Ultra-Rare. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Und Parallel-Exceed in Quarter Century. Auch wieder so eine Karte, wo man sich denkt, ja gut, das ist jetzt keine schlechte Karte, aber was hat die mit der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Zu tun? So, die hat man mal in ein paar Cyber-Stacks gespielt. Okay, ja, Unchained auf jeden Fall mit dabei. Ist ja natürlich auch für Yubel ein wichtiger Faktor. Macht auf jeden Fall Sinn. Nächstes Pack, meine Damen und Herren. Wir schauen weiter rein. Bisher, wenn wir ehrlich sind, gut, ich habe hier ein paar Sachen rausgelegt, aber eigentlich... Ich sag mal so, die einzigen Karten, die man wirklich hier betonen kann, sind vielleicht die Exodia-Teile, wobei auch die, glaube ich, nicht allzu viel wert sind im Vergleich zu anderen Quarter Centuries. Einfach weil es Exodia-Teile sind und es gibt den Kopf auch schon und der Armset. Der Rest, die sind so, es sind spielbar, spielbare Karten auf jeden Fall, aber jetzt auch nicht irgendwie die Money-Chase-Karten so, ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben, so, also. Aber wie gesagt, so das ist auf jeden Fall in Yubel spielbar, das auf jeden Fall auch. Das ist natürlich Horus Engine, so, ne? Ja, aber ja. Viel mehr braucht man dazu nicht sagen. So. Super starker Samurai, Schleicher, jurassische Stärke, 100 Millionen Jahre Eisgefängnis, Errichtung der neuen Welt, Lila Rap, E-Pearly Schönheit, Tao, Sängermeister für Illusion, Kashtira Riceheart. Kommt gefühlt 7 Jahre zu spät. Das Siegel von Urikalkos. Okay, das ist cool. Das ist cool. Das ist sehr cool. Das Siegel von Urikalkos, meine Damen und Herren. Okay, das, da kann man doch sagen, gut, das ist eine Oldschool-Karte. Das lohnt sich. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Hier sind noch unsere übrigen Doppelstaubtornado-Zwillinge. Wähle eine beliebige Anzahl gesetzter Karten in deiner Zauber- und Fallenzone, gebe sie auf die Hand zurück, zusammen mit 50? Nein, mit so vielen jener gesetzter Karten wie möglich. Dann kannst du Zauber- und Fallen in Höhe der Anzahl der durch diesen Effekt auf deiner Hand zurückgegebenen Karten vor deiner Hand setzen. Ey, ist ja ein ganz wilder Effekt, okay. Ja, aber das hier sind für mich Karten, die sind nennenswert. Ne? Das Siegel von Urikalkos ist natürlich eine absolute OG-Karte, eine der bekanntesten Karten eigentlich in der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Hat dafür viel zu wenig Printings, meiner Ansicht nach. Wird deutlich zu wenig wertgeschätzt, weil es halt eine Filler-Karte ist. Ja, der Urikalkos-Arc ist ein Filler-Arc. Und gelber Apparat, gut, der ist jetzt natürlich nicht auf dem Level wie die hier. Aber das sind so die Karten, die kennt man. Das ist nicht so Parallel-Exceed. So, da brauchst du nicht Leute mit Yugi und Kaiba baiten, um denen dann Parallel-Exceed zu geben. So, das ist ja jetzt kein krasser Legacy-Reprint hier. So. Ja, das ist eigentlich so.
Gut. Machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Ich habe hier mal ein bisschen das Feld geklärt. Denn wir ziehen hoffentlich natürlich noch viel, viel mehr Nennenswertes hier. Wir haben Kashtira Urknall. Wir haben Bestrafung der Schwertseele, Synchrowelt. Pendelamont. Jen, der Diamanttiger. Melfi verstecken. Leider kaputt auf jeden Fall. Hier sieht man im Namen, aber gut. Transcendosaurier, Gletschosaurier. Erbsündhafte Beute, Schlangenauge. Gute Karte natürlich für Snake, ey, keine Frage. Hat jetzt auch ein Rarity-Upgrade bekommen, ne? Secret Rare. War vorher eine Ultra Rare. War aber eine sehr günstige Karte. Also eigentlich, also ich hoffe mehr auf Wanted, Diabellstar, Bonfire. Das sind die Karten, die wichtig sind. Solo aus dem ersten Satz als Quarter Century. Okay. Origami-Göttin, Vorhut, das fortwährende Epos von Charles, kennen wir übrigens aus Master Duel Masochist und Resonanz des Reichs. Ja, so viel dazu. Wir machen weiter. Nächstes Pack. Also, Snake Eye haben wir jetzt auch ein paar Karten gezogen, aber die, die halt eh günstig waren. Ich bin gespannt, ob wir auch die Wanted Engine kriegen. Oder, wie gesagt, Bonfire. Hydra, Lander, Orbit, Scharf, Saga. Kern des Chaos, kleiner Streit. Erdgebundener Dino, Dina Geo Gremlina. Die große Mikanko-Zeremonie. Diabolika, die Drachogeneralin. Snake Eye Flamberg Dragon. Secret Rare und Borreload Dragon. Okay. Ja. Also Flamberg auf jeden Fall auch mit am Start. Ja, haben wir jetzt eine Menge Snake-Eye-Karten auf jeden Fall auch gezogen. Das heißt also, die günstigen Karten davon kriegt man hier. Die teuren werden wir sehen. Und Borreload Dragon, gut, da kann ich sogar verstehen, dass der hier mit drin ist. Einfach weil es natürlich auch ein Antagonisten-Boss-Monster ist, ne? Aus Yu-Gi-Oh! Brains. Ja, kann man auf jeden Fall... Das kann man hinnehmen, finde ich. Das kann man hinnehmen, so. Ist natürlich eine neuere Karte, aber die hat ja was mit dem Anime zu tun. Also ist auch in einer prominenten Rolle im Anime. Das kann ich noch verstehen. Ein zersplittertes farbloses Reich. Ein paar Asse. Geteilter Spiegel der Unterwelt. Kashtira Urknall. Kanopischer Beschützer. Auch für die Horus Engine, wird aber selten gespielt. Huli, die Juwelen Mikanko. Manadium Furchtlos. Transaction Rollback ist auf jeden Fall eine gute Fallenkarte. Die kann sich sehen lassen. Und F0, utopische Drachozukunft. Ja, zwei sehr spielstarke Karten auf jeden Fall für unterschiedliche Decks, sage ich mal. Das ist ein krasses Omni-Negate. Das ist sehr gut für Fallendecks jeglicher Art. Also, das sind zwei Reprints, die können sich dann wiederum sehen lassen. Ja, sehr cool. Wir machen weiter mit dem nächsten Booster. Transaction Rollback natürlich auch für eines meiner Lieblingsdecks, Paleo. Sehr, sehr stark. UFO-Licht. Photon-Zeitstopp, Bio-Insektenpanzer, feuerfreie Springens, Sternstaubgewürm, Support für Sternstaub, Gerümpel, wie auch immer. Schattenleichenfledderer des Labyrinths. Genau, das ist natürlich der neue Gebrüder-Paradox-Support. Da hat der Schattenleichenfledderer oder auch Schattenghoul einen Retrain bekommen. Sternritterin Lyran, Centurion Trudea. Ja! So viel dazu, ne? Ja, Öffnung der Geistertore ist ja mittlerweile auf 1 limitiert. Eine Sacred Beast Karte. Weil Jubel gut damit ist. Ja. Was soll man dazu sagen, Konami? Gut. Krasser Hit gegen Jubel auf jeden Fall, die jetzt einfach die Engine umgekehrt spielen. Vorher das Beast einmal und Opening of the Spirit Gates dreimal, jetzt einfach die hier einmal und das Beast dreimal. Juckt Jubel ja nicht, weil es sind immer noch 4 Starter, ne? Also 4 Karten, die man für diese Engine benötigt, da ändert sich nicht viel. Was sich ändert, ist für Sacred Beast, dass man die nicht beide jeweils dreimal spielen kann und man zweimal eigentlich die wichtigste Karte des Decks verloren hat. Gut. So kann man auf jeden Fall die Meta balancen, indem man einfach unnötig schwächere Decks kaputt macht und dafür das Deck, um das es geht, eigentlich nicht mal wirklich schwächt.
Kann man machen. Und dann kriegt die auch noch zu allem Überfluss hier eine Quarter Century Rare. Das ist doch einfach Insult to Injury. Das ist doch jetzt nicht ernst gemeint. Klick und Echo. Lobrede des Reichs. Kartenscanner. Kleiner Streit. Kornfeld Kotel, auf jeden Fall sehr cool. War, glaube ich, vorher eine Common. Hat jetzt hier ein Ultra Rare Printing. Ist natürlich ein wichtiger Kombo-Starter für das Illusion oder ja Chimera Theme Deck. Das ist auf jeden Fall ein cooler Reprint. Sterngleicher Ritter. Rettungsass Feuerangreifer. Oh, der schwarze Rotaugendrache. Ja, sehr cooles Artwork. Safe, feiere ich. Ich muss sagen, den Hintergrund fühle ich nicht so ganz. Der ist mir ein bisschen zu... Aber ansonsten, sehr cooles Artwork von der Karte. Ist hier mit drin in Secret Rare. Und nochmal der gelbe Apparat. Gut, hatten wir schon. Wäre der rote oder der grüne... passender gewesen, aber gut. Gelber Apparat also. Mal gucken, ob wir den Dreimal kriegen oder ob wir die anderen auch noch kriegen. Ja, der schwarze Rotaugendrache, der ist natürlich auch. Ne? Das, auch wenn der nur eine Secret Rare ist. So, wir schauen weiter. Wir gucken uns das nächste Pack an. Und das will irgendwie nicht aufgehen. So, wir haben Scharfsager, vollaktiver Zweiköpfer. Saure Verspätung, roter Essig. Warte mal ganz kurz, ich habe die Karten hier falsch hingekriegt. Ups. So. Roter Essig, Eiltransport. Chaos-Sinnestäuschung. Sündhafte Beute des Schicksals, Rikiela. Die hatten wir vorhin schon, glaube ich, als Ultra Rare. Vielleicht mal die anderen Sinfo-Spoil-Karten. Wäre super. Tränenklagen, Perlegia. Super starker Samurai, Motorrad hatten wir auch schon. Spielmarke. Jo. Okay. Und Guilty Gerfried, der magische Stahlritter. In Quarter Century. Okay, keine Ahnung, neuer Gerfried. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass der existiert. Aber sieht cool aus, der Kollege, muss man sagen. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Kann man sich geben. Spielmarke. Wusste ich auch nicht, dass die hier drin ist. Ich muss sagen, cooles Design, ne? Also, das auf jeden Fall. Das will ich nicht... Das will ich nicht kleinreden. Wie gesagt, ich finde das Design hier sehr cool. Ich finde auch das Design von den Matten und Deckboxen und Kartenhüllen, was vor kurzem rauskam, auch sehr cool. Kommt ja einmal im Jahr oder zweimal im Jahr kommen ja Hüllen, offizielle von Konami raus. Und da fand ich auf jeden Fall die das Design sehr cool mit Yugi und Kaiba. Ich, keine Ahnung, man kann jetzt sagen, ja, die Oldschool-Keule mal wieder, ne? Aber ich finde, bei einem 25-jährigen Jubiläum, was übrigens mittlerweile seit irgendwie 2,5 Jahren oder so gefühlt geht, kann man das auch schon mal machen, ne? Da gehört sich das, finde ich, auch. Und mir gefällt das Design auf jeden Fall besser, wie gesagt, als zum Beispiel das Design der Tin im letzten Jahr. Das liegt nicht daran, dass die anderen Charaktere noch mit drauf sind, sondern sieht irgendwie einfach nicht ästhetisch aus und ja, komische Farbgebung und viel zu voll geklatscht. Also da finde ich die Tin hier viel, viel cleaner. Kleiner Streit. Beta-Evolutionspille Ultra-Transzendenz. Gierdose. Lobrede des Reichs. Sternritter Altairan. Streuner Pearlystraße. Der Schwertseelen-Abgrunddrache. Fusionsbewaffnung. Zeige ein Fusionsmonster einem Extra-Deck vor und beschwöre eins des Fusionsmaterials. Als Spezialbeschwörung von einem Extra-Deck oder Friedhof, aber bis zum Ende des Spielzugs deines Gegners kann es nicht angreifen und seine Effekte werden annulliert. Das ist ja eine coole Karte. Galaxieaugen-Cypher-Drache. Ich meine, den habe ich auch schon aus der Rarity Collection mehrmals in Quarter Century gezogen. Oder es war der Cypher-X-Drache, ich weiß es jetzt nicht mehr. Okay. So, zweiköpfiger Dino-König Rex natürlich hier noch mit am Start. Noch ein bisschen Dino-Support auf jeden Fall. Die Zauberkarte gefällt mir allerdings. Natürlich auch mit dem Flammschwertkämpfer und dem schwarzen Magier, ne? Oder? Nee, was ist das im Hintergrund? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Erkenne ich nicht so. Aber Flammschwertkämpfer auf jeden Fall, der ja auch Support bekommen hat letztens. Feuerfrei Springens. Klick und Echo. Wiedergeburt der siebenten Kaiser. UFO-Licht. Der abgeheuerliche Aluba. Rettungsass Feuermaschine. Rescue Ace haben wir jetzt auch schon sehr oft gehabt. Eine neue Zukunft schmieden. Folgepanzerter dunkler Lanzenträger. Natürlich der ganze Shark und Nummer 101 bis 107. Dieser Barian-Support. Chimeratec Festungsdrache. Ja. Coole Karte. Safe. Kann man in Edison spielen. Coole Karte von früher. Zum Kontaktfusion machen mit Maschinendecks.
Ja, also sehe ich persönlich noch eher als jetzt ein, keine Ahnung, Bahamut Shark oder Coach König Riesentrainer. Aber auch da denke ich mir, mach doch einen Cyber-Enddrachen rein. Das wäre viel passender. Das ist jetzt gut, ist gut für Addison, safe, aber das ist ja, ist doch ein Cyber-Enddrache viel passender. Den hat Zane vielleicht einmal im Anime gespielt. Aber gut, das weiß Konami natürlich auch, dass es für Addison oder Time Wizard, wie sie es nennen, eine beliebte Karte ist. Dann passt das auch. Hydralander Orbit. Tenchi Kaimai. Mikanko Geisterlauf. Kitsune Kitsunebi. Ich kann das gar nicht lesen, weil der Name so hell ist. Kitty Tail, mystisches Ungeheuer des Waldes. Lauerndes C. Köstliche Pearly-Erinnerung. Centurion Legatia. Sagt mir nichts. Ich kenne mich mit Centurion nicht aus. Und Aufrichtig in Quarter Century. Das ist auch eine coole Karte, die man auf jeden Fall hier reinpacken kann. Safe. Aufrichtig sehe ich auf jeden Fall. Also Chimeratech-Festungsdrache sehe ich auch. Safe, aber Aufrichtig sehe ich schon noch eher. Ich meine, Aufrichtig war sogar ein Charakter in GX. Und das Einzige, was ich daran dann wieder fragwürdig finde, ist, es kam kürzlich Light of Destruction raus als Reprint. Und da war ja Aufrichtig in Ghost Rare drin. Jetzt hat man den hier wieder in einem Spot als Quarter Century, was man auch dann einfach jetzt nicht gebraucht hätte. So, da hätte es dann auch wieder andere Optionen gegeben. Sorry, ich will das nicht alles so zerpflücken. Ne? Ich finde, wie gesagt, an sich ist das cool, weil das sind zwei Addison-Karten auf jeden Fall. Ne? Das sind zwei alte Karten, die kann man in alten Formaten spielen, safe. Da kann man sich gar nicht drüber beschweren. Aber auch hier so, den gab es kürzlich erst in einer noch krasseren Rarity. Und der, in dem Themendeck gibt es fünf andere Karten, die man ja mehr mit der Legacy von Yu-Gi-Oh! Verbindet, mit der 25-jährigen Legacy, als jetzt den. Der ist da nur drin, weil er in Addison gut ist. Wenn man das als Argument nehmen will, okay. Signet Schaltkreis, Xyz Angleichung, Kaiserliche Prinzessin Quinquiri, 100 Millionen Jahre Eisgefängnis, Nini die Spiegel-Mikanko, Transzendosaurier Meteoria, Ken der Kriegerdrache, Schlangenauge Birke, die gibt es ja auch noch. Die wird jetzt auch mittlerweile, glaube ich, gespielt, ne? Weil Ash und Papel beide auf 1 sind. Und Linkspider in Quarter Century. Jo, dann kann ich meine Linkspider, die ich für eine Sekunde auf dem Feld habe, um sie dann für was anderes wegzulinken, in Quarter Century spielen. Schön. Ja, kann man machen. Erinnert mich immer so an den Anfang der Link-Zeit. Da war die Welt noch in Ordnung, finde ich. Ein, zwei Jahre später war Link dann nicht mehr so in Ordnung. Aber ja, okay. Nächstes Pack. Wir schauen, was drin ist. Ich muss sagen, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber bisher, ne? Nostalgie beiseite, die einzige halbwegs Chase-Karte. Chase-Karte. Wir reden von Chase-Karte, die wir bisher haben, ist Amset. Der ist auch, ich glaube, der ist die dritt- oder viertteuerste Karte aus dem Set. Okay, fein. Aber wir haben jetzt, glaube ich, Packs geöffnet aus fünf oder sechs Tins. Ja? Langsam, langsam darf noch mal ein Highlight kommen. Kartenscanner, Chaos Sinnestäuschung. Wenn wir gleich Espielindenei kriegen, dann beschwere ich mich nicht. Markiert in Zentraldogmatika, Tarei, Manadium glühend, Künstler, Kumpel, überragender Duellant, Deinomorphia intakt. Setze deine Seele. Das klingt ja cool. Das ist auch ein cooles Artwork. Zeige ein Monster in deiner Handvorbeschwöre ein Bezwingerseele-Monster mit derselben Eigenschaft. Beim unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von einem Deck, aber gibt es während der Endphase auf die Hand zurück. Okay. Pankratops. Ja, auch hier wieder. Kann man einen Dino spielen? Ist eigentlich mittlerweile ausgelutscht als Side-Deck-Karte, weil es Fenrir gibt. So. Aber kann auch sein, dass der wiederkommt. Ich weiß auch, also ja. Soweit ich weiß, wird der nicht mehr so häufig gespielt. Es sei denn, die letzten Wochen, Monate hat sich was geändert, von dem ich vielleicht nicht weiß. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber ja, das ist keine neue Karte. Was macht der in diesem Slot? Was hat der mit irgendwas zu tun? Warum ist der. Du hättest hier so einen Beauftragten der Dämonen haben können. Du hättest hier so einen Flammschwertkämpfer haben können. Du hättest hier einen Elementarheld Flammflügelmann, Donnergigant haben können. Du hättest hier einen Cyber-Enddrachen haben können. Du hättest hier einen von mir aus Schwarzflügel-Waffenmeister oder.
schwarz geflügelten Drachen haben können. Du hättest hier, keine Ahnung, Sprengstoff-Drachenschwinge von mir aus. Du hättest hier so viele Optionen gehabt. Du hättest Gerümpel, und wenn es nicht Gerümpelkrieger ist, Gerümpelzerstörer, Gerümpelbogenschütze, du hättest, keine Ahnung, so Schicksalstafel. Die ägyptischen Götter. Okay, das Siegel von Urikalkos, das ist so das Level, woran ich denke, bei 25-jähriges Jubiläum. Kaiba und Yugi oder Atem auf dem Cover. Versteht ihr, was ich meine? So das, der als Secret auch noch. Selbst die Apparate sind eigentlich nicht auf dem Level. Gut, aber die hat Yugi gespielt, kann man erwähnen. Aber da haben wir auch zweimal den gelben. So, was hat ein Pankratops da zu suchen? Das ist eine Side-Deck-Karte von vor 5 Jahren. Was macht der da drin? Also da würde ich ja lieber so Karten, selbst wie Gehirnkontrolle. Oder, gut, die ist mittlerweile nicht mehr gut, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ich denke, ihr versteht meine Ansicht. Spiegelkraft. Reißender Tribut. Selbst Zwangsevakuierungsgerät. Bodenlose Fallgrube. Kann man jetzt noch weiter aufzählen? Ja? Kann man jetzt noch weiter aufzählen? Was macht ein Pankratops hier drin? Ich verstehe es nicht. Gut. Oh, 4 Fallenkarten hintereinander. Ich meine, Transaction Rollback ist ja auch hier drin. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Das sind sehr weirde Choices für so ein krasses Legacy-Set. Ja. Riesiges Beispiel. Xyz Vertrauen. Pen de Lamont. Mentaler Empfänger. Labyrinth-Mauerschatten. Nicht Labyrinth, sondern tatsächlich Labyrinth, ne, für Gebrüder Paradox. Rettungsass Wasserkanone. Loris, die hatten wir vorhin schon. Raigeki. Okay, das ist geil. Das ist cool. Das ist der Raigeki mit Slifer auf dem Bild. Und wir wissen endlich, von wem der Raigeki auch kommt. Natürlich nicht von Marek. Natürlich nicht auf Gazelle, König der mythischen Bestien. Sondern von unserem Executive Producer höchstpersönlich. Slifer, der Himmelsdrache. Das ist geil. Das ist cool. Das ist das Level. Das ist Bombe. Das ist perfekt für ein 25-jähriges Jubiläum. Meiner Ansicht nach. Das ist super. Und okay, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Sag ich euch ehrlich, wenn das ganze Ding so aussehen würde, ne, du hast deine Meta-Karten, ne, du hast deine hier, was weiß ich, was hier mit dabei ist, du hast hier deine Snake-Eye-Karten, so, ne, so, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, die ziehst du hier drin. Und für die Casuals hast du einfach Raigeki mit Slifer drauf und du hast XYZ-Drachenkanone. Was willst du sagen? Was willst du sagen? Perfekt. Kannst du nichts gegen sagen. Das ist super. Aber das ist jetzt das, ich glaube, 20. Pack. So. Das ist geil. Keine Frage. Darüber kann man sich nicht beschweren. Das ist genau das, was ich erwarte. Aber was macht ein Pankratops hier drin? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber gut, das ist ein geiles Pack. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Also ich muss sagen, der Raigeki freut mich unter all diesen Karten tatsächlich am meisten. Ich bin nicht mal so ein Raigeki-Fanboy, aber ich liebe Slifer. Und auf dieses Artwork haben wir jetzt wirklich schon länger gewartet. Und dass das hier mit drin ist, wertet das Set meiner Ansicht nach auf. Das ist jetzt auch nur meine Meinung. Wie gesagt, ihr könnt auch gerne anderer Ansicht sein. Ihr könnt auch sagen, das ist die beste Tin ever. Das ist das beste Produkt jemals. Ihr könnt sagen, ey, ich feiere das, ich kann damit so viel anfangen. Das ist auch fein, ne? Also das ist jetzt hier kein universeller Fakt, den ich aufstelle. Das ist nur meine Ansicht so. Und der Raigeki ist für mich auf jeden Fall das Coolste hier dran. Gierdose, Reinkarnation der 7. Kaiser, ein zersplittertes, farbloses Reich, Kern des Chaos, Vala, was auch immer, Kampfmotorrad, Evoltil Pholis, Möchtebiene als Secret Rare, war glaube ich vorher eine Super Rare, und Jubel, Quarter Century. Natürlich passend, da es ja aktuell auch ein gutes Deck ist, auf jeden Fall. Okay, ich wusste nicht, dass die noch keinen Quarter Century Print hat. Ist natürlich auch cool, passt wie gesagt aktuell. Ich meine, wir haben jetzt auch Spirit von Jubel, also das passt auf jeden Fall zusammen. Ja, safe. So. Cool. Aber auch jetzt nichts Bahnbrechendes. Meiner Ansicht nach so, weil das sind ja, also wie gesagt, auch keine Money-Card oder so. Jubel kannst du ja für 2 Cent spielen.
Pendelamont, Beta-Evolutionspille, Transcendosaurier, Exaraptor, Verhängnisstern, Ulka, Edelstern, Ritter, Quarz, Huli, erdgebundener, gefangener Linienläufer, nochmal der Sarkophag des Königs, hatten wir vorhin schon. Oh, und diesmal der grüne Apparat, gut. Vielleicht kriegen wir noch den roten zusammen. Wir werden sehen. Es wird hier langsam sehr überfüllt mit Plastikrückständen. So, oder Alufolie, wie auch immer. Wie machen wir das jetzt? So, das, ja, passt schon irgendwie. So. Nächstes Pack. Wie viele haben wir noch? Wir haben noch, ja, noch so um die 10 Stück. Das heißt, wir haben bisher ca. 20 geöffnet. Hasenohr-Schwärmerin. Also wir sind ca. 2 durch. Riesiges Beispiel. Super starker Samurai, Seelen-Gaia-Verstärker, Pendel-Evolution, Fusionsduplizierung, Streufusion. Oh, gespoilert. Rettungsass-Impuls. Großflügler, Baphomet. Ich habe kurz gezögert. Ich wollte anhand des Kartentextes oder anhand der Angriffs- und Verteidigungspunkte erkennen, was für eine Karte es ist. Und ich habe die 1-4 gesehen. Und ich habe gelesen, Ungeheuer Stufe 4, da wusste ich, okay, Chimera, es ist Großflügler, Baphomet. Ja, der normale Gazelle und der normale Baphomet wären auch eine Idee gewesen als Quarter Century. Das wäre auf jeden Fall auch cool gekommen. Aber das natürlich für Illusion. Cooler Support, der hier einen Reprint bekommt und roter Apparat. Gut, ich habe nichts gesagt. Wir haben mittlerweile tatsächlich alle drei Apparate. Das ist schön. Das ist schön zu wissen. Na? Rot, grün, gelb. Gut, das ist fein. Das ist fein. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, für mich jetzt auch nicht die absoluten Oldschool-Banger, aber wenigstens haben wir alle drei. Nächstes Pack. Und wir schauen nach. Markiert in Zentraldogmatika. Gierdose. Schreckensklauen Krallen ziehen. Chaos-Sinnestäuschung. Diabolantis, die bedrohliche Gottesanbeterin. Shavara, ne? Wird auch in Jubel gespielt auf jeden Fall. Melfi Pinny. Nochmal der Baphomet. Und nochmal Parallelexit hatten wir jetzt auch schon. Gut, aber. Ah, da bringt es ja sogar was, den mehrmals zu haben. Ne? Den brauchst du ja mindestens zweimal, damit die Karte Sinn ergibt. Also ist in Ordnung. Nächstes Pack. Und wir schauen auch hier rein. Reinkarnation der siebenten Kaiser hatten wir jetzt auch schon häufig. Kaiserliche Prinzessin Quinquiry. Gefühlt sind die auch immer hintereinander. Super starker Samurai Schleicher. Jurassische Stärke. Aprily Glücksgefühl. Zeit aufzustehen. Manadium Sanft. Duamutef. Jetzt hatten wir Amset, Harpy, Duamutef. Fehlt nur noch der Kebechnuev. Oder wie der heißt. Sorry, den Namen spreche ich immer falsch aus. Und Nummer 39. Utopia Doppel. Ja, cool. Kann man auf jeden Fall machen. Doppelt oder nichts. Coole OTK-Möglichkeit, auch wenn sie nur noch selten genutzt wird. Das geht für mich in Ordnung. Als Quarter Century, sage ich, wie es ist. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. So, nächstes Pack. Na, will nicht. So. Lobrede des Reichs. 100 Millionen Jahre Eisgefängnis. Errichtung der neuen Welt. Schreckensklauen Krallen ziehen. Du bist am Ende, wollte ich schon mal gesagt haben. Schwerer Labyrinthpanzer, auch cool, ne? Wieder Gebrüder Paradox Support. Gab's halt schon, ne? Kriegt jetzt hier ein Reprint. Süßes Zimmermädchen. Begrenzerentferner. Auch bekannt als Limiter Stopp. Sehr cooles alternatives. Guck mal, genau das meine ich. Das ist doch der Stoff. Das ist es. Also, sie können's ja. Das ist doch voll cool. Limiter Removal mit Cyber-Enddrache drauf. Ja, das ist geil. Das ist cool. Thun Königreich. Das ist wieder ein krasses Pack gewesen. Das ist wieder ein krasses Pack gewesen. Thun Königreich. Thun ist ein sehr beliebtes Themendeck. Begrenzer Entferner. Coole Karte für Maschinendecks. So, was willst du sagen? Was willst du sagen? Dann hat die noch ein alternatives Artwork mit Cyber-Enddrache drauf. Warum ist das Cyber-Enddrache nicht hier drin? Warum ist Slifer hier nicht drin? So, wahrscheinlich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die schon Quarter-Century-Printings haben oder nicht. Aber, ja, das ist doch cool. Das ist, ja. Da kann man sich dann nicht beschweren, weil das sind super Karten für so ein Produkt, meiner Ansicht nach. Kann man anders sehen.
Aber ich finde so, solange alle Metakarten, die relevant sind, hier drin sind, mach doch Oldschool-Karten rein. Das ist super cool. Also hier, so das ist super. Vor allem aus einem Pack. So, ja, kann man sich nicht beschweren. Nächstes Pack. Wir schauen rein. Und wir haben Beta-Evolutionspille, Transdinosaurier, Exaraptor, Schreckensklaue, Krallenziehen, Verhängnisstern, Ulka, Kanopischer Beschützer, Dana Mondo, Ursprung des Duellanten, also The Duelist Genesis, angelehnt auf den Namen des Sets, in dem zum ersten Mal der Sternschaubdrache drin war. Falls du einen Empfänger auf deiner Spielfeldseite oder in deinem Friedhof hast, füge dann eine Synchro-Zauberfalle von deinem Deck hinzu. Cooles Kartendesign auf jeden Fall. Die finde ich sehr cool. Mikanko, Wasser, Arabeske. Oh, okay, ich nehme alles zurück. Reißender Tribut ist hier drin. Okay, dann habe ich nichts gesagt. TT ist hier mit drin. Gut, das nehme ich zurück. Reißender Tribut, Quarter Century. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, meine Damen und Herren. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich habe nicht die komplette Kartenliste im Kopf. Ich wusste nicht, dass der hier drin ist. Aber das sind Slots, die sich lohnen. Finde ich. Da hat man viel mehr von, als von einem Dino-Wrestler Pankratops oder Coach König Riesentrainer. Die kannst du in ein anderes Set einfach als Reprint machen, aber nicht in sowas. Nicht in sowas, was so einen nostalgischen, emotionalen Wert hat. So, da gehört dann eher sowas rein. Hasenohr, Schwärmerin. Kaiserliche Prinzessin Quinquiri. Riesiges Beispiel. Superstarker Samurai, Seelengeier, Verstärker. Labyrinthmauer, Schatten. Rettungsass, Wasserkanone. Kampfmotorrad. Nochmal eine Spielmarke. Diesmal mit Kaiba. Okay. Und Sündenbock. Oh, 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 oh. Okay. Auf die letzten paar Meter kriegen wir noch die ein oder andere wirklich nette Oldschool-Karte. Das muss man sagen. So, guck dir das doch mal an. So, das ist doch, das sieht dann doch wieder ganz anders aus. Raigeki, XYZ Drachenkanone, Limiter-Stopp, Sündenbock, TT, Thun-Königreich. Gut, die ist ein bisschen neuer, aber ist trotzdem Thun-Karte. So, und dann hier hast du Yugi und Kaiba. Muss man wissen, ob einem das gefällt oder nicht. So, finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass die einen Secret-Rare-Slot einnimmt. Aber ich finde, die sehen cool aus. Das ist doch wieder was. Das ist gut. Ich muss aber sagen, von den Metakarten fehlt wirklich noch ein bisschen was. Das ist wirklich ein bisschen enttäuschend bisher. Aber gut, wir haben noch ein paar Packs. Wir öffnen das nächste. Und wir haben Tenchi Kaimai. Kartenscanner. Xyz Vertrauen. Der zu Kroon befohlene Kuckuck. Losgekettete Seele von Shihama. Schreckensklaue Kashtira. Erdgebundener Gefangener Terrainbewacher. Bewahrer. Kashtira Theosis. Und Ido, die höchste magische Kraft. Ist, glaube ich, auch eine Karte, die demnächst verboten werden könnte. Du kannst weder Monster beschwören, noch normal setzen. Klingt nicht gut, ist es auch nicht, aber das ist so eine Karte, die gibst du dem Gegner und dann kann er nichts beschwören. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass die hier einen Reprint bekommt, um ehrlich zu sein, weil das ist gefühlt eine Karte, die einfach bald verboten wird und Ende. Okay, krass. Gut, dann gibt es jetzt den Quarter Century. Ich glaube, die hatte noch keinen Reprint, ich bin mir aber nicht sicher, vielleicht liegt es daran. Mentaler Empfänger. Kitsuni Kitsunebe. UFO-Licht, Mikanko Geisterlauf, Kreaturenanzahl von Kaiser Tanuki. Ich musste nochmal nachlesen, das ist tatsächlich der Name der Karte. Fusionsduplizierung, erhebe dich Centurion, Goldstolz, mehr Glück beim nächsten Mal. Salamon Great Gazelle, okay. Das ist natürlich cool als Quarter Century. Ich werde sie nicht spielen, weil ich finde Quarter Centuries hässlich, aber für Salamon Great Spieler, die sie gern spielen wollen, ist das natürlich sehr, sehr cool. Gut, Salamon Great hat wenigstens Verbindung zum Anime, wie auch schon Borrelow Dragon. Und ich liebe Salamon Great, deswegen ist das auf jeden Fall nett. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist auch eine Karte, wo ich mir denke, so hätte man anders füllen können. Aber ich persönlich beschwere mich nicht, ich finde die cool. Und ja, hat wie gesagt auch eine Verbindung zum Anime. Deshalb, nächstes Pack, meine Damen und Herren. Und wir haben... Ja, will nicht aufgehen. Riesiges Beispiel. Kashtira Urknall. Numeron Schöpfung. Hydralander Orbit. Ein Dämon!
Rettungsass, Wasserkanone, Notfall, das Rescue Ace Set. Gazelle, König der mythischen Krallen, den Baphomet hatten wir schon zweimal. Und nochmal den roten Apparat. Gut, vielleicht kriegen wir den grünen ja auch nochmal. Dann haben wir alle. Ja. So. Nächstes Pack, meine Damen und Herren. Ein paar Asse. Tarai, der zu Kroon befohlene Kuckuck. Synchrobild. Daidarabochi, gespielt von Bastion im Manga. Coole Karte. Tiji Raketensalamander, lauerndes C. Goldstolz Leon. Was ist das? Tyrannen-Rotdrachen-Erzunterwäldler. Okay, ja. Jack Atlas bezogen. Ja. Quarter Century, passt. Kann man machen. So, und damit kommen wir, so viel Müll hier, zum letzten Pack des heutigen Tages. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich hoffe, wir kriegen was. Also ich hoffe, wir kriegen was, was auch Chase-Karten-mäßig weiter oben anzusiedeln ist. Ansonsten ist das für ein Display ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Aber gut, positiv, ja, wir sind optimistisch. Signet-Schaltkreis, Synchrowelt, Pendelermond, 100 Millionen Jahre Eisgefängnis. 100 Millionen Jahre ist so übertrieben. Centurion-Verbindung, Mimese-Elefant, Rescue-Ace-Impuls, Tuning, da muss ich auch wieder sagen, ist eine coole Secret Rare mit coolem Artwork, ne? Passend zum Anime, Gerümpel-Synchronisierer. Also das reiht sich ein mit Raigeki, der ja auf den OG-Anime zurückgeht, Begrenzer-Entferner auf den Cyber-Enddrachen, also GX, und das auf 5Ds, und ich mag die Karte, das ist super. Und nochmal Salamon Great Gazelle. Okay. Ja. Gut. Was machen wir jetzt damit? Also wie gesagt, ich finde die hier sehr cool. Okay? Das will ich festhalten. Das sind drei sehr coole Karten mit sehr coolen Artworks. Auch tausendmal besser als, ich sag mal, die normalen alternativen Artworks, die wir so kriegen. Die sind sehr, sehr cool. Das muss man sagen. So, das ist schon mal ein Pluspunkt. Wenn wir ehrlich sind, wirklich so diese Oldschool-Banger. Wenn man Jubel dazu zählen will, wenn man die Apparate dazu zählen will, was ich ehrlich gesagt nicht mal wirklich machen würde. Also vor allem 5 nur für die Apparate. Okay. Der Red Eyes, Siegel von Urikalkos, 2 Exodia-Teile. Ja. Ich würde sagen, das sind so die Karten. Das sind so wirklich die Karten, die ich hervorheben würde, als so coole, ja, einem jubiläumswürdigen Oldschool-Karten. Und bei so manchen wie Drachenkanone, Thunkönigreich, selbst Jubel, kann man noch sagen, ja, so halb, ne? Aber das sind so Siegel von Urikalkos, Exodia, schwarzer Rotaugen, reißender Attribut. Das sind, ja, okay, würde ich sagen, gut, die kannst du in so ein Ding packen. Der Großteil der Quarter Centuries ist das allerdings nicht. Der Großteil der Quarter Centuries ist das nicht. Die Spielmarken muss man für sich selber entscheiden, ob man die cool findet oder nicht. Wie gesagt, ich finde die alternativen Artworks cool. Das ist auf jeden Fall was. Ja, wir haben Support für gewisse Themendecks und so. Also was heißt Support? Reprints, Flamberg Dragon, Geist von Jubel, Snake Eye Puppel. Das sind so Sachen, so ja, die spielt man, aber das sind jetzt nicht die Karten, die Reprints gebraucht haben. Also die einzige wirkliche Chase-Karte, die einzige wirkliche Money-Karte, jetzt auf Meta bezogen, ist der hier. Und der ist nicht mal die teuerste oder so, der ist eine. Eine in den vielleicht Top 5. Am Set. Ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, schaut euch an, was für Karten hier drin sein können. SP Lil Knight, nicht gezogen. Wanted Engine,
also Wanted selbst und Diabelstar nicht gezogen. Dafür aber die ohnehin schon günstige und leicht zu bekommende Sinful Spoil Snake, ey. Was noch? Ich muss mal kurz nachschauen. Lass mich mal hier einmal aufrufen. Stoß der drei Taktiken. Chaos Engel. Bonfire. Typhon. Trident Dragon für Tenpai. Quem für Branded. Dispater. Alle nicht gezogen. Alle nicht gezogen. Also von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Von den 14 teuersten Karten, von den 14, ich sag mal, höchsten Chase-Karten aus diesem ganzen Set haben wir eine gezogen. Eine einzige. Keine SP, kein Thrust, kein Bonfire. Bruder, wir haben gerade 12 Tints geöffnet. Wir haben ein Display, wir haben 12 Tints geöffnet. Wir haben 36 Packs geöffnet. 36. Ja, ich will sagen, ne, das will ich dann nochmal positiv hervorheben. Die Artworks hier sind cool. Safe. Safe. Darüber kann man sich nicht beschweren, finde ich. Gerade bei so einem Quarter Century Jubiläumsprodukt. Passt. Die Exodia-Teile, Urikalkos. Ja, cool. Cool, aber reicht für mich nicht. Dafür, dass wir gerade ein Display geöffnet haben, was sehr viel Geld kostet. Wie viel kostet eine TIN? 20 Euro? Oder vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Wir haben gerade 12 Stück geöffnet. Und wir haben von allen, also wirklich den Top 10 bis Top 15 Karten, haben wir eine gezogen. Ihr wisst, ich achte nicht immer nur aufs Geld. Ihr wisst, ich achte auch auf Sachen wie, finde ich die Karten cool? Sind die Artworks cool? Keine Ahnung, kann ich was zu den Karten sagen? Und ja, ich weiß auch, ich bin aktuell generell ein bisschen negativ gestimmt gegenüber Yu-Gi-Oh! Aber auch neutral betrachtet, kann mir doch keiner erzählen, dass das eine gute Ausbeute ist. In keiner Dimension. Weil ja, auch diese Karten hier finde ich cool. Rein optisch. Wie gesagt, die alternativen Artworks finde ich cool. Gut, wir haben hier eine Exodia drin. Gut, wir haben Urikalkos. Aber das sind auch keine teuren Karten. Das sind... Und vor allem ist, was das Potenzial bei den Quarter Centuries angeht, bei den Oldschool-Karten, was hat hier ein Coach-König-Riesentrainer drin zu suchen? Was hat hier ein Parallel-Exit oder Dino-Wrestler Pankratops drin zu suchen? Das sind Karten, die hat man vor 5 Jahren zuletzt gespielt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Wir haben 12 Tints geöffnet. Wie geht das? Sorry, ich bin ein bisschen schockiert darüber. Wir haben ja wirklich so gut wie nichts gezogen. Also, bei 36... Sorry, das kann ich mir nicht erklären. Das finde ich krass. Nichts, also gut, Armset ja, aber sonst nichts von den Karten gezogen, für die man als Competitive-Spieler dieses Produkt kaufen würde. Nichts. Weil die wir gezogen haben, ja, wir haben Geist von Jubel. Ja, wir haben Flamberg Dragon. Ja, wir haben den Sarkophag. Aber das waren schon vorher so 2-3 Euro Karten. Die waren nicht teuer. Und die kosten jetzt ein paar Cent. Also die Karten, die du als Competitive-Spieler kaufen wollen würdest, die hast du hier nicht bekommen. In 12 Tins. 12. Wir haben nicht 2, 3, 12. 12 Tins. Ihr habt's gesehen, ganzen Karton. Und was die Oldschool-Karten angeht, mit denen man gebaitet wird hier. Ja, mit den zwei Protagonisten. Des ersten Anime, wenn man so will. Ja, das reißt es für mich nicht. Das reißt es für mich nicht. Ich will es nicht alles schlecht reden, wie gesagt. Ich finde die alternativen Artworks cool. Wir haben ein paar coole Karten gezogen. Aber das reißt es dann für mich nicht.
Vor allem, ihr habt gesehen, was man aus einer Tinso zieht. Finde ich ein bisschen sehr happig. Vielleicht haben wir auch ein sehr schlechtes Display bekommen. Kann ich an der Stelle nicht beurteilen, wenn ich ehrlich bin. Was ich sagen kann ist, ich habe dieses Display gesponsert bekommen und hätte ich es mir gekauft und das nicht, kein Content dazu gemacht, ich hätte mich verarscht gefühlt. Ich hätte mich verarscht gefühlt. Ich hätte mich gefragt, wofür habe ich gerade mein Geld ausgegeben? Und das sage ich euch, obwohl dieses Video gesponsert ist und ich was davon hätte, wenn ihr jetzt zu Gate to the Games rübergehen würdet und euch die Tin kaufen würdet. Das könnt ihr weiterhin tun, wenn ihr sagt, ey, trotzdem geile Tin, geiles Produkt, ich brauche den Rabatt, der wäre nice. Erster Link, Code CK-5. Könnt ihr machen, so, wenn ihr was damit anfangen könnt. Ich muss sagen, für mich war das ein absoluter Griff ins Klo. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Lasst mich eure Meinung in den Kommentaren wissen. Und falls es euch gefallen hat, geredet Zauberkarte, Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.